Zuletzt bei LEGO Racers. Im bisher aufwendigsten und schwierigsten Cup waren wir in der Lage, am Ende auch den sechsten Boss zu besiegen. Jetzt bleibt nur noch der finale Boss. Ein letztes Rennen, um der wahre LEGO Racers Champion zu werden. Auf euch, Freunde. Ein schönes Malzbier, immer angenehm, denn wir kommen heute zum Finale, Freunde. Wir werden heute gegen diesen Dude hier race, ne? Und jetzt muss ich nochmal ganz eben WhatsApp checken. Wunderbar, das UE-Meeting wurde abgesagt. Daraufhin bin ich jetzt in der Lage, meine volle Aufmerksamkeit dem finalen Part von LEGO Racers zu widmen, einem absolut spontanen Projekt, was ich aber bis zu diesem Zeitpunkt sehr genossen habe, auch wenn der letzte Part ein bisschen an den Nerven gezerrt hat. Jetzt holen wir uns aber den letzten Bossfahrer, den wir uns beim letzten Mal freigeschaltet haben. So, wie hieß sie? Gypsy Moth war, glaube ich, ihr Name. Und hat die überhaupt einen Hut? Es kann sein, dass sie gar keinen Hut hatte, weil ich glaube, ihr Kopf war ja einfach nur direkt quasi ein blauer Lego-Kopf. Ne, genau, die hatte ja gar nichts sonst. So, und das könnte ihr Outfit gewesen sein. Ich weiß nicht, ob sie andere Beine hatte, aber ich glaube, es können schon die schwarzen Beine. Oder du? Könnte auch passen. Aber ich glaube, ich nehme die schwarzen Beine mit dem blauen hier. Das sieht, glaube ich, am natürlichsten aus für sie. Aber, wie immer, das, was wir eigentlich wollen, ist vor allem das Auto. Und das können wir uns jetzt hier holen. Es gibt zwei Varianten. Einmal diese hier, die hatte sie. Und dann gibt es noch das hier. Okay, das nehme ich. Das sieht ja mal ultra fresh aus. So, und ich habe massiv Angst vor dem heutigen Part, Freunde. Der Dude hier wird uns komplett hops nehmen. Und ich weiß gar nicht, ob wir vier Rennen fahren oder nur eines. Rocket Racer Rennen. Es ist nur eine Strecke, Freunde. Und Rocket Racer wird geisteskrank rasieren. Wir werden viele Anläufe brauchen. Ich werde euch das hoffentlich einigermaßen spannend zusammenschneiden können. So. Sie ist sehr happy. Herzlichen Glückwunsch, du hast bewiesen, dass du ein echter Lego-Weltmeister bist. Aber das Rennen ist noch nicht vorbei. Da wartet noch jemand auf dich. Damn boy. Da ist er, Freunde. Rocket Racer. Endlich ein würdiger Gegner, aber wenn du der Beste sein willst, musst du auf meiner eigenen Strecke gegen mich gewinnen. Bist du bereit? Ich werde auf dich warten. Am Ziel. Große Töne, die der Kollege hier spuckt, und wir werden auf jeden Fall viele Versuche brauchen. Ich meine mich zu erinnern, dass dieses Rennen quasi einfach nur daraus bestand, ein Portal nach dem anderen quasi aneinander zu reihen und so quasi hier einfach zu gewinnen. Wir fahren drei Runden auf dieser doch sehr, sehr skurril wirkenden Strecke und es gibt quasi nur Rot und Grün und Weiß. Also, ne, da zündet er nämlich jetzt auch das Portal. Das ist nämlich auch das erste Rennen, wo, glaube ich, auch der Bot dieses Portal zünden kann. Zumindest habe ich es jetzt gerade das erste Mal gesehen. Und ja, wir haben halt noch keinen einzigen grünen Stein eingesammelt. Das ist natürlich alles hier ein bisschen problematisch. Wichtig ist aber jetzt erstmal, dass wir, wie gesagt, lernen, wie die Strecke tickt. Dass wir uns die Kurven angucken, dass wir uns die Tücken anschauen. So, der Rocket Racer hat soeben wieder sein Portal gezündet. Also, und das war auch jetzt eine äußerst ärgerliche Sache. Und der sammelt jetzt auch die ganzen weißen Steine ein. Ah, das läuft noch nicht so. Aber wir sind aktuell noch gar nicht so weit hinten, wie ich es anfangs vermutet hätte. Trotzdem nimmt dieser Dude uns jetzt hier gerade alle Steine weg. So. Oh, shit. Ja, das ist jetzt nicht so. Das ist nicht so vorteilhaft. Aber wenn ich hier einmal vorne bin, ne, da kriegt man drei weiße Steine am Stück. Das ist halt schon insane. Das ist halt wirklich krass. Bloß ich habe das Gefühl, immer wenn man hier ein Portal nutzt, wird man in irgendeiner Wand rausgelassen. Weil diese Strecke so verwinkelt ist, dass es hier quasi gar keine andere Möglichkeit gibt. Yo, jetzt wurde ich in einem Ölfleck rausgelassen, als zu versagen. So, der Rocket Race ist sehr weit vor uns. Aber jetzt kriegen wir es immerhin auch mal hin, ein paar Portale zu ballern. Also das ist auf jeden Fall kein Ding der Unmöglichkeit. Ich bin sogar relativ nah an ihm dran. Aber ich schätze, er wird gleich wieder mal ballern. Obwohl, wir sind sogar sehr nah dran, ey. Sag nicht, dass es jetzt ein First Try wird. Nein, das wird's nicht. Also, wenn ich jetzt einen weißen Stein hätte, würde ich Raketen auf ihn feuern, ne? Okay. Keine Ahnung, ob das was bringt. Aber kein grüner Stein für uns. Dann feuere ich jetzt nochmal Raketen.
Vielleicht kommen die ja bei ihm an. Ich weiß. Nee, jetzt hat er sich gerade ein paar Portale ins Ziel geschossen. Okay, an der Stelle, wo wir jetzt sind, hat das Portal gezündet. Wir waren aber nicht weit weg. Wir waren nicht weit weg, Freunde. Okay. Wir starten nochmal von vorne. Ich werde jetzt, wie gesagt, 2, 3 Versuche mit euch einfach mal live machen. Und dann würde ich euch so ein bisschen zusammenschneiden, wie meine Reise hier stattfindet. Mann! Selbst mit dem besten Turbostart habe ich keine Chance, an diesen grünen Stein am Anfang zu kommen. Das ist richtig frustrierend. Und dann schnappen die mir die grünen Steine weg und dann zünden die Portale und ich kann nicht. Das ist doch Kacke. Das ist doch Kacke. Ich sag's, wie es ist. So, das hier ist der Rocket Racer selber. Der Dude nimmt uns die ganzen Steine weg. Nee, tut er nicht. Der kann gar keine weißen Steine mehr einsammeln, weil er keine mehr hat. Na, das ist der Punkt. So, aber er hat wohl auch noch keinen grünen Stein, sonst hätte er sein Portal schon längst geballert. Das ist ja ärgerlich, Bro. Das ist ja äußerst ärgerlich. So, ich war zwar falsch rum, aber wir sind vor dem Rocket Racer und der Dude hat einfach keinen grünen Stein bekommen. Das ist jetzt meine Chance. Wenn ich es jetzt schaffe, immer und immer und immer wieder ein Portal zu zünden, ne? Also quasi immer mir die nötigen Steine... Oh, ich dachte, das wäre weg. Ich dachte, das wäre weg. Shit, da ist er. Ich tue es hier lang. Dann könnte ich es eigentlich schaffen. Wir sind auf jeden Fall gerade vorne. Oh, da wäre ein grüner Stein gewesen, den ich gerade vercheckt habe. Okay, aufpassen, Freunde. So. Es geht nicht mehr um die weißen Steine, davon gibt es genug. Es geht um die grünen. Sehr geil. Sehr, sehr geil, Freunde. Oh, wir haben einen guten Vorsprung. Wir haben einen verdammt guten Vorsprung. Oh, damn. Ja, jetzt haben wir den Effekt, den wir im gesamten Let's Play schon festgestellt haben, Freunde. Wenn man einmal vorne ist, dann steht einem halt die ganze Itemwelt offen. Ne, das Krasse ist ja, wenn du halt weiter hinten bist, du kommst nicht an die guten Items ran, weil sie die erste alle schon geschnappt hat oder der zweite. So, aber jetzt haben wir quasi bei jeder Itemlinie hier die volle Auswahl und ein Portal jagt das nächste. Ich bin insane weit vorne, ich bin fast eine halbe Runde weit vorne. Der Rocket Racer hat in diesem Durchgang keinen grünen Stein am Anfang bekommen und dadurch konnte er sich nicht den Vorsprung aufbauen, den er normalerweise hat. Und ich glaube, das war's. 2. Versuch Rocket Racer besiegt. Ich dachte, ich sitze hier viel länger. Ich dachte einfach, ich sitze hier viel länger. Holy shit. Freunde, wir sind der... Also ich weiß nicht, ob das noch was kommt, aber ich glaube, es ist nur eine Strecke. Wir sind, glaube ich, der Lego Racers Champion. So sieht's aus. So sieht's einfach aus. Oh, okay, ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell geht. Scheiße. Oh, damn. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben gerade Lego Racers 1 durchgespielt. Herzlichen Glückwunsch, ich wusste, dass du es schaffst. Diesen Preis hast du dir verdient. Der einzig wahre Wagen. Du hast den Rocket Racer Autobausatz gewonnen. Wie sogar so ein Glitzereffekt eingebaut wurde. Damn. Du bist der größte Lego Rocket Racer Champion aller Zeiten. Ja, das ist doch mal was, Freunde, oder? Und da kommen jetzt sogar die Credits. Oh mein Gott, ich habe noch nie die Credits in Lego Racers gesehen. Freunde, das war's. Ich weiß, ein sehr kurzes Projekt und mit sehr kleinen, knackigen Parts, aber ich finde, das hat das Projekt auch irgendwie so spannend gemacht, dass man quasi immer so einen Boss pro Part hatte. Ja, ich weiß nicht, ob man das groß bewerten muss. Es ist natürlich ein Monster-Nostalgie-Projekt für mich. Es erinnert mich an meine Kindheit. Es hat mit Lego zu tun, was ich liebe. Es ist meiner Meinung nach ein wirklich guter Fundraiser und einfach eine schöne, kurzweilige Unterhaltung. Was mir besonders gut gefällt, ist eben dieses Item-System mit dem Leveln. Das ist einfach was ich so noch bei keinem anderen Fundraiser gesehen habe. Und eben, dass der Singleplayer halt super geil ist, eben mit diesen Bossen. Also das ist eine Sache, die, finde ich, Mario Kart sehr gut tun würde. Stell dich mal vor, man würde die Grand Prix einfach nicht nur um den 3-Sterne-Rang spielen, sondern jeder Grand Prix hätte so einen krassen Charakter, den man besiegen muss, um ihn dann freizuschalten. Das wäre richtig cool und das würde sich richtig rewarding anfühlen. Jeder einzelne Boss, den man hier freigeschaltet hat, fühlt sich mega rewarding an. Das einzige Problem an dem Spiel ist, oder wissen Sie, das sind 2 Dinge. Erstens, aber das ist eine Sache, an die man sich gewöhnt, es ist eine bisschen schwammige Steuerung. Also es ist alles andere als präzise, man muss sich sehr daran gewöhnen. Es dauert ein bisschen, bis man da reinkommt. Und eben das, was wir jetzt im Let's Play immer wieder angesprochen haben. Es ist halt wirklich so, wenn du auf der 1 bist, dann zischst du davon, weil du dir die guten Items snackst. Und sobald du auf Platz 2 eigentlich schon, aber spätestens auf Platz 3 bist, so du kriegst die ganze Zeit auf die Fresse. Und die letzten 5, die halten sich immer zusammen, weil sie sich permanent Items in die Fresse feuern.
Und der erste ist einfach so komplett weit weg. Also das ist halt nicht gut gebalanced. Und die einzige Chance, auf Platz 1 aufzuholen, ist über grüne Steine. Also weil ansonsten hast du nichts, um schneller nach vorne zu kommen. Und die nimmt halt der erste weg und dann kommst du halt nicht hinterher. Also das ist der Punkt. Aber wie gesagt, ich glaube, man hat über das Let's Play verteilt gemerkt, dass ich wirklich viel Spaß hieran hatte. Und ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß hieran. Wenn es so war, dann könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Es gibt auch ein Lego Racers 2, was wir uns anschauen können, falls wir Lust haben. Aber das dann zu einer anderen Zeit. Man könnte jetzt noch ins Zeitfahren gehen. Man kann hier noch Koop spielen und man kann auch sich jetzt selber Karts bauen. Aber das war im Großen und Ganzen Lego Racers. Danke fürs dabei sein. Euer Hübi. Ganz großes Danke an Sören Komora, Lord Ryoma und Shorty, welche diesen Kanal hier unfassbar unterstützen. Danke euch, Mann.